Herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Also, am Freitag habe ich euch ja schon am Mittwoch im Video gesagt, dass ich am Freitag euch eine andere Geschichte noch erzählen möchte. Und ja, damit fange ich jetzt an. Wir waren ja bei diesem Vortrag, also meine Mom und ich, zum Thema die Ohrcam. Und bei dem Vortrag waren sehr viele ältere Menschen als ich, also viel älter. Ich schätze so mindestens mit 30 Jahren Abstand älter. Einer, der war viel jünger als ich. Ich schätze den so zwischen, man kann es immer so schwer einschätzen heutzutage, aber so zwischen 12 und 15 irgendwas. Obwohl 15 ist eigentlich schon zu viel. Also 12 und 13, 12 und 14, 14 rum. Also, oder? Was schätzt du, Bab? Ja, auf jeden Fall waren dann aber noch so zwei, die waren ungefähr in meinem Alter, also schätzungsweise vielleicht zwischen 18 und 26, um den Dreh rum würde ich mal schätzen. Das waren zwei Jungs. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich den Vortrag gelauscht habe und irgendwann kam halt der Punkt, wo für mich der Vortrag nicht mehr so interessant war, wo ich mir dann gedacht habe, okay. Und dann eben der Punkt für mich da war, wo ich gedacht habe, okay, dann, wenn der jetzt nicht mehr so interessant ist, dann kann ich auch anderes tun. Dann habe ich auch gedacht, nee, eigentlich jetzt das Handy rausholen ist nicht nett. Und dann habe ich aber entdeckt, dass die saßen vor uns, dass der eine Typ von den beiden auf jeden Fall sein Handy ausgepackt hat. Da habe ich zu meiner Mutter so gesagt, Mami, der hat dein Handy ausgepackt, kann ich jetzt auch mal auspacken? Ich habe es dann nicht gemacht, ich weiß auch nicht mehr warum, aber ich habe es dann doch gelassen. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, hat meine Mutter mich wegen dem Typen irgendwie was gefragt und ich habe gesagt, naja, ich habe eben darauf geachtet, weil sie das Handy ausgepackt haben und das fand ich ja interessant. Hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, aber der Typ hätte mich auch interessiert angeschaut. Und daraufhin habe ich es waren ja zwei, da habe ich meine Mutter gefragt, welchen denn von beiden. Sie hat mir dann eben erläutert, dass es der nicht so interessante für mich gewesen wäre und ja. Dann ist mir was aufgefallen. So an und für sich ist es oft so, dass was meine Mutter zu mir sagt oder auch meine Schwester hat schon mal erwähnt, dass mich jemand angesehen hat, interessiert oder dass der Interesse an mir gehabt hätte. Mich hat doch keiner angesprochen, also das ist immer so das Ding. Aber ich bin auch irgendwie immer mit jemandem zusammen unterwegs. Also mich isoliert zu erwischen ist echt schwierig. Ja, ich bin immer so, ich hänge immer an irgendjemanden dran. Das ist, ja. Und auf jeden Fall habe ich aber jedes Mal, wenn meine Mutter oder irgendjemand mir das gesagt hat, da war jemand, der hat dich interessiert angesehen, da war immer so mein Gedanke, ach, wer war und wer? Ich merke das überhaupt nie. Also für mich ist das so etwas irgendwie total. Ich bin immer total auf einem anderen Planeten, wenn ich draußen bin, gefühlt. Und dann merke ich überhaupt nichts mehr. Und wenn dann wirklich jemand sich interessiert für mich, dann denke ich mir, naja, wenn du dich für mich interessierst, ist dir egal, ob meine Mutter oder meine Schwester oder mein Cousin oder mein Schwippschwager in der Nähe ist, dann redest du mich halt an. Und dann kann man ja miteinander ins Gespräch kommen. Das ist ja nicht das Problem. Aber wenn man eben nicht miteinander redet, dann weißt du, also ich dann wüsste, dass der andere an mir interessiert ist. Und ja, genau das ist halt das Problem, dass es bei den meisten Nicht-Aspergern so ist, dass die das mit Blicken versuchen irgendwie. Dass jemand sich anstarrt und man starrt sich dann lang genug an und irgendwann dann traut sich einer oder eben keiner und schwatzt den anderen an. Man kennt ja diese Old-Kitsch-Filme, wo das dann zu diesen ewig langen Gesprächen an Bars führt und man sich immer nur so denkt, das hättet ihr auch schnell erklären können, wenn ihr euch gleich angesprochen hättet. Aber ja. Und das ist ja irgendwie so für mich so überhaupt so noch überhaupt nichts, was ich so bemerke. So dieses, wenn dich jemand ansieht oder wenn jemand an mir auf diese Art Interesse hat, merke ich das irgendwie gar nicht. Und ich muss auch für mich zugeben, es ist im Moment auch noch nichts, woran ich interessiert bin, an so Beziehungen oder irgendwie sowas, sondern
Ich glaube, das ist mir alles noch viel zu stressig, wenn ich irgendwie immer noch so versuche, mit mir alleine klarzukommen und selbstständig zu werden und für mich die nächsten Schritte zu tun und ich da irgendwie noch gar keine Lust habe, wirklich mir darüber Gedanken zu machen, dass da jemand ist, für den ich nicht verantwortlich bin, weil ich meine, ein Haustier, Kinder und so weiter, ist eine andere Geschichte nochmal. Aber jemand, für den ich nicht verantwortlich bin, der aber dennoch die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit haben möchte und ich eigentlich gar keine Böcke habe, weil man könnte sich auch in der Zwischenzeit eine CSI-DVD angucken. Und ja, es ist irgendwie für mich noch sowas total von einem anderen Stern. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren hatte ich eine Freundin, die hat mir auch erzählt, sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, eine Beziehung zu führen und überhaupt und sowieso. Und dann ging es bei ihr total schnell. Dann war sie das erste Mal in einen Typen verknallt und dann 3 Wochen später war sie mit, nee, ich glaube nicht mal 3 Wochen, ich glaube 2, 3 Wochen maximal später war sie mit einem anderen Typen dann zusammen. Und ich habe mir nur so gedacht, wow. Und ja, das war irgendwie etwas, was für mich irgendwie noch nicht in Frage kam und wo ich mir auch noch nicht so Gedanken drüber gemacht habe. Und ja. Was ich mir jetzt aber auch immer noch nicht vorstellen kann, auch wenn es schon ein bisschen her ist, weil ich mir einfach für mich denke, ich möchte lieber warten. Ich möchte warten, bis ich an dem Punkt bin, wo ich für mich selbst als erwachsen genug betrachte, dass ich mit mir selbst alleine leben kann. Also, dass ich nicht die Hilfe von meinen Eltern brauche, um einen Haushalt zu führen. Dass ich nicht mehr die Hilfe brauche von irgendjemandem, um irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen, sondern dass ich erstmal schaffe, für mich selbst zu sorgen. Und ich finde, ich muss erst für mich sorgen können, bevor ich überhaupt darüber nachdenke, eine Partnerschaft einzugehen. Weil das Ding ist, wenn man eine Partnerschaft eingeht, kommt es irgendwann dann zu näherem Kontakt zu dem anderen. Ich möchte jetzt nicht genau ausführen, wir sind hier jetzt nicht in der FSK 18-Spalte. Aber dann kommt es irgendwann dazu. Und wenn es dazu kommt, kann es auch immer dazu kommen, weil ich nicht einsehe, dass ich irgendwann die Pille nehme, weil das ist mir einfach viel zu viel Hormone und so weiter. Und ich jemand bin, ich sage, wenn ich soweit bin, dann riskiere ich es lieber, dass ich dann 10.000 Mal schwanger werde, als dass ich dann irgendwelche Hormone mir reinziehe. Und dann kann es immer passieren, dass irgendwas schief geht und dann ist man schwanger. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Beziehung, dass ich jetzt ein Kind kriegen soll, dann muss ich sagen, kriege ich eher Angst, als dass ich mich freuen würde. Wer weiß, in 2, 3 Jahren ist eine andere Geschichte, aber im Moment, heutigem Stand, finde ich es für mich keine gute Idee. Und ja, solange ich nicht bereit bin, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen zu können, und auch noch nicht bereit bin, Verantwortung wirklich für mich zu übernehmen. Weil ich meine, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich mir überlege, ob ich mir für 13 Euro eine Decke kaufe, weil ich die eben schick finde. Und der Grund, warum ich jetzt dran zweifle, ist, dass meine Mutter gesagt hat, sie findet es keine gute Idee. Und solange ich nicht an einem Punkt bin, wo ich für mich sagen kann, was ich brauche, was ich möchte und weil ich einfach stabil bin und einfach zu dem, was ich möchte, stehe. Mama, ich habe mich entschieden, ich will diese olle 13-Euro-Decke jetzt aus Revolution. Und solange ich solche Entscheidungen nicht nur aus Bockigkeit treffen kann, sondern auch einfach von mir aus und ich sage, ja gut, du findest keine gute Idee, ich aber schon, solange finde ich einfach, dass es für mich kein Punkt ist, wo ich eine Beziehung anfangen möchte, die darauf hinausläuft, ja, dass man irgendwann. Dann, ich weiß gar nicht, wie ich mir Beziehungen vorstellen soll. Für mich klingt das irgendwie immer so, dieses, man hängt ständig aneinander und man soll so tun, als ob man sich für den anderen wirklich interessiert. Und ich interessiere mich einfach im Moment nur für die Leute, die im Moment in meinem Leben sind. Und ja, die mir wichtig sind. Und ich möchte einfach noch die Zeit genießen, ein Kind zu sein. Und ich habe es nicht eilig damit, erwachsen zu werden, muss ich auch zugeben. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwie Kinder zu haben und dann erst einen Partner zu suchen, weil ich kann mir irgendwie, weiß nicht, irgendwie ist ja dieser Gedanke Partnerschaft für mich noch so komplett diffus und undefinierbar und klingt alles noch so total kompliziert und anstrengend und schwierig. Wenn ich dann auch noch die ganzen aktuellen Partnerschaften in meinem Umfeld von Leuten so betrachte und dann so zuhöre, dann ist klingt alles noch komplizierter. Und wenn ich dann auch nur meine Eltern bedenke, ich meine, die sind jetzt seit 26, 27 Jahren verheiratet und die sind auch glücklich miteinander, aber die können auch streiten wie die Rohrspatze. Ich habe keine Lust im Moment, jemanden zu haben, wegen dem ich mich streiten muss, wegen dem hochgeklappten Toilettendeckel. Und ich bin einfach im Moment auch noch für mich viel zu neurotisch mit vielen Dingen, wo ich einfach nur denke, nein.
das muss ich erst selbst für mich bearbeiten und muss erst mal für mich entkommen, bevor ich überhaupt den nächsten Schritt mache. Und bevor man über Partnerschaft, Kinder, Familie nachdenkt, muss man schon mal selbstständig werden. Und bevor ich das nicht bin, möchte ich da einfach auch nicht drüber nachdenken. Und oft denke ich, vielleicht bin ich in diesem Bezug auch blind, wenn ich einfach noch nicht bereit bin dafür. Wer weiß, vielleicht ändert sich das ganz schnell, aber im Moment möchte ich lieber mich auf dieses YouTube-Ding konzentrieren, auf Leo, auf mein Leben und auf Erwachsenwerden. Und zwar in langsamen Schritten und darauf, dass ich heute vielleicht noch ein Mozzarella esse. Nein, ich glaube eher ein Eis. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich beides esse, aber das ist gerade ein ganz schlechter Gedanke. Das ist mir kurz übel geworden. Ja. Und das sind so Sachen, auf die ich mich doch konzentrieren möchte. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so ist. Wie findet ihr das? Was würdet ihr sagen? Und wie seid ihr da Stand der Dinge aktuell? Und ja, habt ihr gerade eine Partnerschaft oder wollt ihr eine Partnerschaft? Oder wenn ihr eine Partnerschaft habt, dann was ist euch daran wichtig? Oder was ist euch unwichtig? Oder was, wenn ihr keine habt, warum habt ihr keine und warum eben nicht? Ja, schreibt mir das gerne alles in die Kommentare oder auf Twitter oder Facebook oder an die E-Mail bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ja, ich kuschel mich jetzt wieder in mein Bett zurück und ja, ich werde jetzt meine Zeit genießen und mal schauen, was ich als nächstes tue. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich jetzt ein Eis essen, obwohl es gerade Minusgrade bei mir hat hier. Ja, also dann, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Ciao.